Part Nummer 3 und es geht weiter mit Bioshock Infinite. Ja, langsam aber sicher kommen wir ins Stadtinnere und ihr seht schon, die Stadt sieht einfach nur brachial aus. Brachial genial. Leider sind wir noch nicht wirklich weit gekommen. Boah, ich habe gerade wirklich 20 Minuten verbraucht von diesem Garten bis hierhin. Ich glaube, ich habe so lange noch nie gebraucht. Das ist natürlich auch eine klasse Sache. Ein Rekord für mich. Fail? Ich habe gerade mich ein bisschen verdrückt. Kann das sein? Ja, habe ich. Gut, hier drin waren wir. Das haben wir letztes Mal ein bisschen analysiert. Jedenfalls ich. Und wir sind auf die Vermutung gekommen, dass das hier ich bin. Und das Schaf ist das Mädchen. Okay, wer da selbst nicht drauf kommt, der ist ein wirklich. Na, lassen wir das mal lieber. Egal, wir schauen uns mal hier das Kinetoskop an. Und mal sehen. Was werden wir sehen? Bra, the Four Shepherd. Der falsche Hirte will unser Lamm auf Abwege führen. Wer ist der falsche Hirte? Ist er es? Ist er es? Oder er? Bist du es? Nur unsere Wachsamkeit schützt das Lamm vor dem falschen Hirten. Ende. Ein bisschen melodramatisch von mir dargeboten, aber das muss ja auch hin und wieder sein. Und zwar, wo ist denn gerade die Statue hier? Welche Richtung? Ich glaube da hinten. Ich glaube von hier aus können wir sie sogar sehen. Einen Moment. Das ist ein Scherz, oder? Gut, dann sehen wir sie eben zu einem späteren Zeitpunkt. Das macht es auch nicht wirklich aus. Ah, hier wird getanzt zur Musik, die nicht mehr vorhanden ist. Auch sehr gut. Das hätten sie wirklich ein bisschen besser machen müssen. Das muss ich jetzt wirklich ein bisschen kritisieren. Also ganz ehrlich, die Menschen bewegen sich hier wirklich sehr, sehr träge. Aber immerhin gibt es hier Menschen, die einen nicht töten wollen, wie in Bioshock 1 oder 2, wo das nicht vorhanden war. Dennoch, ich hätte mir da wirklich ein bisschen mehr gewünscht. Insbesondere 2013, da war schon einiges möglich. Wirklich schon richtig viel möglich. Von daher, da waren die Entwickler eindeutig zu faul. Solches Gerede fällt auf. Werd mir bloß nicht so ein Finkenradikaler, John. Ich will keine Rolle in dem Stück. Ich heirate einen Vox Populi. Klar? Seht ihr schon wieder das gleiche Problem? Ein Dialog und dann nie wieder. Hier lag auch, soweit ich weiß. Genau. Hier lag Geld. Wenn man eben nur ein bisschen neugierig ist, dann findet man so einiges in diesem Spiel. Ah, die spielen hier, glaube ich. Ja. Ah, oh, immerhin haben sie das hier eingebaut. Das ist mir auch nie wirklich aufgefallen, was ich hier jetzt alles bemerke. Er sagt mir nicht, dass das Mädchen dauernd gewinnt. Das ist lächerlich. Ganz ehrlich, das ist lächerlich. Also da hätten sie sich auch ein bisschen. Egal. Ich kritisiere wieder zu viel. Ja, wenn das Spiel wirklich ein bisschen zu eintönig ist, dann nehme ich das Spiel auch ziemlich gerne auseinander. Und die Äpfel kann ich mitnehmen, nicht wahr? Alles weg. Alles meins. Hier finde ich Sie, haben Sie gesagt. Telegramm für Sie. Telegramm für Sie, Vielen Sir. Dank. Ich weiß zwar nicht, wer schon. Der Whitstop. Machen Sie Comstock nicht auf sich aufmerksam, Stop. Was immer Sie tun, nicht Nummer 7710, Stop. Lutess. Was zum. Ja, die Lutesses. Ja, die werden mir auch noch im späteren. Egal, ihr wisst schon, was ich meine. Und das hier ist die Statue, die ich gemeint habe. Warum konnte man die vorher nicht sehen?
Und ihr seht schon, da unten stehen sie. Das ist auch wieder so ein geiles Easter Egg. Das habe ich auch beim ersten Mal durchspielen nicht wirklich gesehen bzw. beachtet. Aber eigentlich sehr nett. Ihr seht schon. Ja, das sind die guten Nutzers. Jetzt habt ihr sie auch mal richtig gesehen. Oh, Feuerwerk. Um diese Uhrzeit, das bringt wirklich äußerst viel. Und die Statue. Wo sich das mit ihm finden soll. Und ihr seht schon, wenn ich jetzt F drücke, sind sie verschwunden. Und wir werden sie. Okay, ich kann es nochmal verwenden. Ah, jetzt sind sie wirklich weg. Gut. Diese raffinierten Leute. Oh, hier wird geflirtet. Ohne Worte. Ah, schau mir in die Augen. Nur durch meine Augen wirst du verzaubert von mir. So ungefähr. Guten Tag, mein Freund. Hallo. guten Tag. Vielen Dank. Sehr nett von Ihnen. Ich auch nicht. Das sagt er dauernd. Wollen wir reingehen? Das sind keine Hirngespinste. Das sind keine Ammenmärchen. Nein, Herrschaft. Ich spreche von Kräften. Produziert von. Hallo, mein Freund. Hallo. Bekommt ihr auch ein Popcorn? Nicht? Sehr unhöflich. Kann ich mal hier durch, Kumpel? Die Straße ist gesperrt, Kumpel. Die bereiten schon das Feuerwerk vor. Da hinten ist genug TNT, um ganz Peking in die Luft zu jagen. Wieder mal. Na, gesperrt. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Ich muss euch enttäuschen, Jungs. Hinter dieser Tür befindet sich absolut nichts. Höchstens den Abstieg ins Ungewisse. Und da möchte ich auch nicht wahrlich hin. Wenn ich sagen würde, dass ein Mensch Blitze aus seinen Fingern abfeuern kann, würdet ihr mir glauben? Oder dass ein Mensch einen tonnenschweren Hengst einfach hochheben kann? Würdet ihr das glauben? Nun, Freunde, ich sage euch, das sind keine Hirngespinste. Das sind der gute Fink mit seiner Propaganda. Nein, Herrschaft. Ich spreche von. Das hier ist wiederum ein bisschen. Ja, Jeremiah Fink persönlich. Vielen Dank. Es scheint, Jimmys Freunde sind neidisch. Oh. Der Jimmys Papa schenkt ihm eine Packung. Meiner Victory. Ah, Kinder, die rauchen. Klasse Sache. Die alte war extra für Kinder. Das ist natürlich auch klasse. Das. Ich sehe schon, denn teilweise merke ich Sachen, die ich selbst im ersten Durchgang oder zweiten Durchgang beziehungsweise nie wirklich beachtet habe. Und hier die Plasmide. Bronkener Bronco, Teufelskuss, irgendwas mit Raben. Ich habe keine Ahnung mehr. Dass ein Mensch Blitze aus seinen Fingern abfeuern kann. Junge Mann, junge Dame, versuchen Sie die unglaubliche Kraft. Bockender Bronco. Bockender Bronco. Gehoben, gelüpft, geworfen oder umgestutzt werden? Bockender Bronco. Die Stimme passt nicht zu dir, mein Freund. Junge Mann, junge Dame, versuchen Sie die unglaubliche Kraft. Ich bin erstmal kein. Egal. Gelüpft, geworfen oder umgestutzt werden? Bockender Bronco. Finden Sie den Teufel, Sir, und treiben Sie ihn aus. Haben Sie das Zeug dazu? Hit the Devil. Und da ist Teufel Nummer 1. Teufel Nummer 2. Jetzt hat er Lauf. Teufel Nummer 3. Wir haben einen. Das war äußerst. Bockender Bronco. Ja, ja. Und hier konnte man sich jetzt wirklich so viel Geld erarbeiten.
dass man sich hier bockender Pulko kaufen kann, aber ganz ehrlich, ich werde jetzt nicht ungefähr Ewigkeiten hier stehen, um mir das hier zu besorgen. Ah, das nächste Minispiel. Daisy Fitzroy. Genug, 20, um zu gewinnen. Wenn Sie die Anarchistin Daisy Fitzroy erwischen, lege ich noch was drauf. Oh, war schlecht. Ja, ja. Boah. Und geschafft. Das ist schon mal gut. So. Vielen Dank. Mein Aim war extrem miserabel. Aha, jetzt hier mal die Vox Populi wieder mal, nicht wahr? Gut. Holen Sie diese Box vom Himmel. Treffen Sie genug, gibt es einen Preis. So. Ein Schütze wie kein anderer. Danke. Damit haben wir das auch schon mal erledigt. Aha, hier. Der Jahrmarkt. Bin ich auch schon Ewigkeit nicht mehr selbst gewesen. Auf einem Jahrmarkt. Ja, eigentlich ist es schade. Das Pferd der Zukunft erinnert mich an Stark Industries. Es hat auch immer so einen Müll gebracht. Mal Tony Stark oder auch sein Vater, wo ich den, ja, ich habe den Namen von seinem Vater vergessen. Aber was soll's. Howard Stark, genau, es war Howard Stark. Ah, gut. Schon mal benutzt? Ich schon. Columbian Flag Co. Ausgezeichnete Nachricht. Ich hab keine Ahnung, was sie hier verkaufen. Die Wunder an Wissenschaft, die Alexander Hot Dogs. Ja, deine Hot Dogs kannst du. Ja. Okay. Was ist ein Voxaphon? Was ist ein Voxaphon? Wie der Name sagt, ein Stimmenwiedergabegerät. Ey, aber zahlen tue ich dafür nichts, klar? Nur eine Demonstration, Sir. Klasse Sache. Hast du schon neue Kräfte hier ausprobiert? Normal warte ich, bis Fink die Kinderkrankheiten behebt. Ist sicher. Das stimmt natürlich. Wo waren wir denn hier stehen geblieben? Aha. Na, hab ich schon, tut mir leid. Ah, der Handyman. Und das leckt gerade für mich ein wenig. Das ist nervig. Der Handyman. Das hat mich Ewigkeiten gekostet, bis ich die Aktiven erreicht habe. Wirklich nur mit einem Schuss. Nur das Herz Handymans zu durchlöchern und ihn damit außer Gefecht zu setzen.
Das war mit Abstand das schwierigste Achievement, das ich jemals erreicht habe. Das achte Weltwunder, davon gibt es mehrere, aber egal. Naja, man ist da nicht mehr wirklich Mensch, aber ja, das ist ja nur zweitrangig. Geschmacksrichtungen. So viel? Was ist so falsch an Vanille? Ist die Frage. Sweet Karamell. Ein Jojo. Tag, Seemann. Aus welchem Hafen kommst du denn? Hast du da gerade Sturm? Du verstehst, was ich meine, oder? Vielen Dank. Ich gab's wirklich nichts mehr. Ich verschwende viel zu viel Zeit. Ich habe eine Schwäche für Eiscreme. Ich hab. Ist aber mein einziges. Ist auch ein einziges Laster. Bis auf das Rauchen. Mann, der könnte den ganzen Stand hier hochstemmen. Kraft ist auch nicht alles. Ja, was weißt du schon? Ja, man sieht schon ein bisschen die Frau hier niedermachen. Ist ein Mensch? Geben Sie her. Mit einem Flüstern hören dir alle zu. Ich habe gerade den Dialog übersprungen. Das war natürlich auch klasse von mir. Ah, verdammt. Egal, was soll's. Press to turn machines into allies. Während Beherrschung ausgerüstet ist, um eine Maschine zu einem Verwandten zu machen. Vielen Dank. Verdammt, was war das? Jetzt geht das nämlich so. Wo kann ich es am besten zeigen? Ganz genau. Kostet aber immerhin. Haben wir kostet. Ja, meine Stimme. Das passt. Miet kostet aber weiterhin den vollen Preis. Man bekommt lediglich mal ein paar Münzen aus dem Automaten, aber mehr auch nicht. Was ich wirklich äußerst schade finde. So, hier voll. Kopf oder Zahl? Kommt, lasst mich durch. Kopf oder Zahl? Zahl. War klar. Das ist nie so befriedigend, wie ich es mir vorstelle. Kopf hoch. Nächstes Mal klappt's. Ja, wahrscheinlich. Wir gehen erst, wenn Sie gehen. Das verspreche ich Ihnen. Er zeigt irgendwie keine rechte Initiative. Wenn Sie so weitermachen, bin ich gezwungen, mich zu wiederholen. Auf mich wirkt er eher attraktiv. Mary, du bist wieder mal unmöglich. Es heißt, die Vater Franklin-Automaten werden bald frisch bestückt.
Vorbild? Nun, Lady Comstock natürlich. Der Prophet segne und beschütze sie. Ach, die arme Frau. Was die Gänge. Ich glaube ja alles, was der Prophet lehrt. Aber manche denken, Lady Comstock hat die Flagge Columbias nicht nur entworfen, sondern auch jede einzelne selbst genäht. Also wirklich. Weißt du, Thomas, ich mache deinen Glauben nicht schlecht. Wäre schön, wenn du meinen auch nicht schlecht machen würdest. Noch dazu vor Freunden.